wer selber Tischtennis spielt, der weiß, dass wenn sie zwei Spieler sehr gut kennen, zum Beispiel aus dem fast täglichen Training, dann läuft ein Spiel gegeneinander unter ganz bestimmten Bedingungen, unter veränderten nämlich. Krassestes Beispiel, alle, die in Deutschland jemals mit Ruben Filus trainiert haben, gewinnen entweder deutlich gegen ihn oder spielen gegen ihn deutlich besser als logischerweise natürlich jemand, der zum ersten Mal gegen Filus spielt. Ganz so krass dürfte das hier nicht sein. Aber Hannes Hörmann hat mehr Probleme, als ich erwartet habe. Gegen Keller. Im Setzen steht es 1-1. Und da ist noch nichts entschieden. Könnte sein, dass Hannes zurzeit nicht ganz so intensiv trainiert. Er steckt mit dem Abitur. Da er ja auch in der Rückrunde der Rückzug zum hinteren Parkholz Regionalliga. Sehenswertes Tischtennis, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass die beiden sich eben sehr gut kennen. Obwohl wenn zwei Spieler sich gut kennen, die Matches gelegentlich dann auch so von Taktik geprägt sind, dass es weniger sehenswerte Ballwechsel gibt. Aber ich glaube, die beiden spielen das Spiel, das sie gelernt haben. Modernes, aktives, schnelles Kontern, gegenziehen, angreifen, schießen. Wie in alten Zeiten. Gut im Spiel. Aber das letzte Drittel halt. War gut platziert der Aufschlag. Fast ein bisschen mittig und sehr kurz. Die Satzbälle zum 2-1 für Keller. Und wenn ich das recht sehe, hat Mosley tatsächlich glatt verloren. Gegen den jungen Maximilian Dreher.